Im rheinischen Braunkohlerevier befindet sich der Hambacher Forst. Der hat früher mal rund 5500 Hektar betragen. So groß war der, richtig riesig. Es sind sehr alte Bäume da. Es ist vor allem das Problem, dass man weiter auf Braunkohle setzt und dass dadurch noch viel mehr CO2-Emissionen entstehen. Es ist ja bekannt, dass wahrscheinlich auch noch ein weiteres Braunkohlekraftwerk gebaut wird. Das Bundesministerium für Umwelt hat bewiesen, dass wir beides machen können, den Braunkohleausstieg und den Atomausstieg. Zum Beispiel sagt Greenpeace, dass man bis 2040 den Braunkohle, den kompletten Kohleausstieg auch schaffen kann und bis 2050 100% erneuerbare Energien in Deutschland hat. Manche sagen, dass das schneller geht und das ist sehr, sehr wichtig. Und deshalb ist es absolut unverantwortlich, dass der Hambacher Forst gerodet wird und dadurch die Braunkohle, der Braunkohlebau, Tagebau Hambach erweitert wird. Das geht gar nicht, RWE. Wir stehen heute hier, um gegen die von dem Konzern RWE ausgehende Zerstörung zu protestieren und uns solidarisch mit den Waldbesetzerinnen des Hambacher Forst zu zeigen. In diesem Moment werden die Aktivistinnen, die sich gegen die Ausbeutung und Zerstörung des Hambacher Forst und gegen die den Braunkohleabbau aktiv einsetzen, von RWE gewaltsam durch die Polizei geräumt. Mit der Verstromung der aus dem Tagebau Hambach stammenden Braunkohle treibt RWE die CO2-Emissionen und somit den Klimawandel voran. Deswegen stehen wir nun vor dem Kölner Sitz der RWE Power AG und sagen Nein zur Räumung der Waldbesetzung im Hambacher Forst, Nein zur weiteren Rodung des Hambacher Forsts und Nein zum weiteren Abbau und zur Verstromung von Braunkohle. Ich bin der Energieriese von RWE, bekannt aus den Werbeclips, der also schön immer die Windkrafträder aufbaut und für Sonnenenergie sorgt und somit auch der Bevölkerung vermitteln will, dass RWE sich für erneuerbare Energien einsetzt. Allerdings muss ich sagen, ich bin total sauer auf RWE. Und deshalb möchte ich heute hier auch den Werbevertrag mit RWE kündigen. Und hoffe, gleich auch noch einen Verantwortlichen von RWE meine Kündigung überreichen zu können. RWE, ist jemand bereit rauszukommen und die Kündigung entgegenzunehmen? Ja. Vom Energieriesen? Ja. Aber hier vorne. Wir gehen nicht rein, sondern ist alles hier auf der Seite. Sie wissen, dass sie sich dadurch, dass sie auf der Fahrbahn stehen, eine Nötigung strafbar machen. Ja, ist irgendwie eine doofe Situation. Ne? Jetzt wird er geräumt und das Loch verdoppelt, obwohl es ja bereits die größte Dreckschleuder von ganz Europa ist. Das größte Loch. Ich glaube, da passt sogar ganz Paris rein inzwischen. Kann das sein? Aber das Loch wird doch nicht vergrößert. Es wandert ja. Ach, es wandert. Ja. Und dahinter wird ja wahnsinnig schon mal auf der Sophie. Also Paris wandert quasi durch den Hambacher Forst. Ja, aber es ist halt so groß wie Paris inzwischen. Und eine Tonne Braunkohle erzeugt eine Tonne CO2, das ist doch richtig, oder? Mhm. Also es ist nicht jetzt gerade die sauberste. Ein bisschen weniger, ne? Mit den, bisschen, mit den ja, vielleicht. Ja, gut, da kann man vielleicht noch ein bisschen was machen, ja. Ich hab's aber auch gefunden, was wie sieht es denn mit den Naturkraftmalern aus? Ja, ist denn RWE da bereit, jetzt schneller auszusteigen, als es gesetzlich gefordert wird? Das ist dann ja kein Problem. Ich möchte nicht strafen. Gerne. Grundsätzliche Fragen haben. Ich wollte hier nur mal schauen, was sie hier machen und gucken, was sie tun. Schön, okay.